Ja, Crewmate. Haben jetzt noch mal eine gute Crewmate-Runde. Will, Les, Scarface, Anna, Bella, Franzi. Die machen beide. Franzi ist schon mal relativ safe für mich, denke ich. Deckt das gut. Haben wir, glaube ich, noch gerade hier. Alter, Lass ich hab bitte so schon drauf draufkicken. gesmashed. Ach so. Wait, war gerade mit mir noch bei Electrical? Oh, wir waren Ich mit bin bei mir. Wir waren ein Stick. Ich war bei Camps und ich habe Brücke und Panda bei Lifeline gesehen. Ja, gut. Das ist korrekt. Okay, Panda, Scarface dann schon mal nicht. Also ich stand auf jeden Fall safe im Stack mit drin. Hahn bei stand auch mit Electrical? drin, Was? Ein offensichtlich. Stackkill, ja? Aber Hahn, Ja, achso, jetzt geht es bei Stackkill. Electrical. Es ist ein Stackkill vor den Lights Ah, gewesen. okay. Wie kannst du es so schnell reporten? Ich hab mir gedacht, ich habe einfach, also ich bin unten links gekommen von O2, war alleine da und dann habe ich einfach nur gesehen, dass du und ich glaube Flesk in mich reingekommen bin. Da habe ich kurz gewartet, bis ich die Lights anmache. Wait, du sagst gerade, du warst alleine da. Ich war alleine in O2. Ja, war ich auch die ganze in Zeit. In O2? Ich war doch noch nicht, ich bin Electrical. Moment, oh, nein, ich war am Anfang, am Anfang des Matches. War ja. ich alleine in O2, bin ja. dann als einziger von links gekommen, dann habe ich dich und Fest gesehen, der von rechts gekommen ist. Dann habe ich gedacht, okay, wartest du mal, bis du die Lichter anmachst und dann kamen noch ganz viele. Und dann ist der Kill passiert. Ich habe reported. Direkt. Ja, aber es muss ja nicht Kutscher gewesen sein. Aber ich habe. Nee, warte nee, mal, also ich bin in Lights reingegangen und hab das wollte es fixen und dann hat schon wieder wer rumgefriemelt wie sonst was. Und da habe ich schon gesehen, dass du schon bei mir standest. Also du kannst nicht viel später als ich da rangegangen sein. Welche Aufgabe hast du in O2 gemacht? Die diesen Regler machen und halt Müll. Zu mehr bin ich nicht gekommen. Da bin ich direkt zu Electrical. Ja, das war ein Stackkill. Wer stand im Stack? Ich stand im Stack. Ich stand auch da. Also Chantau, Lumenti, Jailer. Ja. Genau, und Hahn. Und Hahn. Und Hahn. Und Les mit Philipp. Aber Les ist ja nicht, oder was? So, ich stand auch drin. Also anscheinend, ich war halt, wie gesagt, in dem Teil drin. Dann haben wir ja schon mal 5. Okay. Okay, also Bröki nicht, wer noch nicht? Scarface Panda und ich nicht. Und Panda. Ich auch nicht. Nochmal, wer ist also Phil war, Scarface, Bröki, Panda waren es nicht. Eventuell waren es Philly, Lumenti, Hahn, Chantau oder Jailer. Ja. Okay, ja, das ist doch schon mal etwas, ne? Aber du warst trotzdem Phil. Junge, Chantau, ich hasse dich immer noch. Du moderst trotzdem egal. Richtig aus der Fresse, Phil. Junge, Kutscher, sei einfach nicht so böse jetzt. Und Brüki habe ich abgeholt anscheinend. Ah, ich wollte nur sagen, dass ich den Key am Anfang gefaked habe, ne, falls ihr fragt. Cool. Bist du ein Imposter? Hm. Nicht Gemüsepanda. Oh, Jailer. Rookie ist tot. Hallo. Also, Panda Bröki war ein Double Kill. Und ich glaube, ich habe gerade Bröki reported. Also ich habe die Leiche nicht gesehen, ich habe nur den Report-Button gesehen. Und zwar bei der Rakete oben im Labor. Hahn, du warst bei den Lights, oder? Ich war mit dir Lights. Das kann ich so proven übrigens, was Franzi gesagt hat. Ich war in der Cam und ich habe Franzi gesehen, wie der hochgelaufen ist. Also ich aber sie ist gelaufen, Scarface. Ich bin jetzt gerade im Specimen-Room und da ist mir Phil entgegengekommen. Ja, genau. Ich kam aus dem Specimen-Room und du aus dem Lab-Jailer. Ne? Da hast du dich gerade ein bisschen verraten. Hä, nein, ich kam gerade aus dem Laboratory und bin... Hä? Hab ich jetzt was Falsches gesagt? Nein, Phil hat nur dumm gelacht. Hä? Ich hab... Hä? Ja, nee, du hast Jailer, ich komme aus dem Specimen Room. Wieso ist das irgendeine sinnvolle Information?
Hä? Sie wollte einfach dich ausschließen. Hast du gesagt, sie ist bei den Raketen und da ist die Leiche? Ja, ich bin aus dem Specimen Room. Also du hast mich geprüft. Also Phil hätte den Kill machen können. Also theoretisch. Sie haben gesehen, wir haben am Anfang gesehen beim M-Panel, dass Phil Specimen gegangen ist und hätte dann Labor-Kill machen können und wieder zurücklaufen können. Weil, oder wissen wo wir, wo... Leute, nein, hallo. Wir wissen nicht, kurz. Wo Panda liegt. Danke. Franzi habe ich in Office gesehen und du bist wahrscheinlich auf Leichenjagd gegangen. Ich habe im Weiteres geguckt, habe gesehen, dass zwei Leute tot sind, bin direkt losgerannt und ich habe vorhin beim Admin-Panel gesehen, dass jemand im Labor war und dann bin ich da hochgegangen, weil ich mir schon dachte, dass da wahrscheinlich eine Leiche liegt und ich wollte schon mal in die Räume reinhovern, falls das Licht angeht, dass ich sie finde und dann habe ich halt direkt im ersten Ding bei der Rakete den Report-Button gesehen. Also ich kam aus Specimen Room, die Leiche liegt bei der Rakete, Jayla kam mir aus dem Lab entgegen. Wo also, fragen? Also, Jayla ist anscheinend. So, an kurz, Franzi und ich. Franzi und ich sind jetzt schon mal Proof. Ich und warum musst du. Moment. Weil Franzi mich gesehen hat und sie gesehen hat, dass halt wir. Wenn es ein Double Kill ist, dass ich das nicht machen konnte. Aber es muss ja kein Double Kill gewesen sein. Doch, es war ein Double Kill, weil das ist direkt. Also, die sind zeitlich gestorben. Nee, das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Nicht auf einer Position, sondern. Das ist auch nicht wahr. Die sind gar nicht auf einer Position. Nein, die müssen ja nicht nebeneinander gestorben sein. Die Kills sind relativ zeitlich gefallen, weil ich war bei weitem. Leute, votet jetzt Jayla. Kann ich mal ganz kurz ausreden? Alter, könnt ihr bitte. Lass mich doch bitte mal ausreden jetzt. Ich war bei Vitals, da haben alle noch gelebt. Ich bin zu Admin, dann bin ich wieder zu Vitals hoch, dann waren beide tot. Also kann ich alles relativ zeitgleich kann gewesen sein. Der Himmel spricht mit euch. Ich gehe pennen. Ich wünsche euch noch viel Spaß, ne? Gute Nacht. Ja. Gute Nacht. Schlaf gut. User disconnected from your channel. Warum sagt Franzi, dass es ein Double Kill war? Weil wir jetzt hier reingeguckt haben, war Brücki tot. Aber Panda noch nicht. Ja, ich bin auch komplett Matsche. Jayla stand nicht im Stack. Anfang. Heißt, Chantao war im Stack. Franzi war im Stack. So, ich möchte mal eben ganz kurz jetzt gerade nachfragen, weil ich habe das überhaupt nicht verstanden. Franzi ist tot. Jo. Wait, what? Weißt du, weil Franzi die einzige war, bei der ich 100% sicher war, dass sie Proof ist. Das Ding ist, aber wir haben jetzt noch. Moment, Leute, ich darf nicht so laut sein wegen meinem Nachbar. Okay. Ich habe das jetzt gerade überhaupt nicht die Situation in Laboratory verstanden, weil es war ein Double Kill, das hat sie geproved. Das verstehe ich schon nicht. Chantao und ich waren an Lights, wollte ich mal eben ganz kurz sagen. Das ging irgendwie die ganze Zeit unter, weil ich die ganze Zeit bekriegt hat. Und warum war Phil so hundertprozentig auf Jayla? Ja, es hat keinen Sinn ergeben, was Phil gesagt hat. Naja, aber pass auf, meine Theorie ist, Phil weiß halt von sich, dass er Inno ist. Und deshalb denkt er, dass Jayla sich verraten hat, weil sie quasi von Lab kam und er kam aus Specimen. Und deshalb war er auch so akribisch dahinter, sie rauszuworten, weil es für ihn halt obvious ist. Genau, Jayla hat, wartet mal kurz. Jayla hat ja sogar zu mir gesagt, dass ich aus Specimen Room kam. Ja, ja so, das heißt, damit hat sie halt nur gesagt, dass sie dich gesehen hat. Ja, aber damit hat sie auch zugegeben, dass ich recht habe, dass sie aus Lab kam. Ja, theoretisch kannst du aber auch aus dem Lab nach Admin gewendet sein und dann einmal da langgelaufen sein. Nein, Scarface hat nämlich geproved, dass ich am Anfang in Specimen Room reingegangen bin. So, dann lass uns kurz über den ersten Kill reden, über den Stack-Kill. Da waren dann nämlich jetzt nur noch Hahn und Chantao über, richtig? Ja, richtig. Nein, und du. Und ich. Und du. Ja, ich kann aber den Double-Kill, den Franzi gerade Dings hat, weil zeitgleich gewesen ist, nicht gemacht haben, da Franzi sie tot doch, ist. Nein, das ist doch Schwachsinn, da war doch gar kein Double-Kill. Leichen lagen nicht nebeneinander. Leute, sie hat lass mich doch mal ausreden, Alter. Sie war an Lifeline. Und hat gesehen, dass die zeitgleich gefallen sind. Ja, aber die waren nicht am gleichen. Ich war aber mit Franzi in Lifelines, also kann ich es nicht gewesen das sein. Das kann ich nicht proben. Das hat sie doch gerade in der letzten Runde gesagt. Okay, also deswegen kannst du noch Hahn und Chantao sein. Nee, hä? Moment, warum? Nein, wir Hahn und auch, Chantao waren bei Lights. Das heißt, es muss gar nicht. Das ergibt gar keinen Sinn. Nein, ich war es nicht. Also ich kann doch alles proben, was Franzi gesagt hat. Leute, ich darf nicht so laut sein. Nochmal, Chantao ist für mich da Proof, wenn das gleich passiert ist, weil er war mit mir in dieser Situation halt an Lights. Aber wer war denn im Stack am Anfang noch dabei? Scarface und Phil waren doch nicht dabei, oder? Ja, aber Jayla war doch dabei. Das kann doch die Konferenz machen. Ja, ich glaube, stimmt. True. Wir müssen jetzt eh voten. Ja, Kutscher. Warum ich? Sass. Ich habe bei Jayla gerade verkehrt gegessen. Ach Gott, was? Glaub nicht mal, dass es Jayla war. Warum sollte sie sagen, dass sie von Lab kommt? Obwohl es einfach. Ich kann sie halt nicht einschätzen. Es kann auch einfach Int gewesen sein.
ich muss ein Meeting machen. Ich hab eine Idee. Nein, nicht das Licht. Nein, ich muss kurz meine Idee sagen. Hahn hat gerade hart am Double Kill festgehalten. Es war aber gar kein richtig krasser gleichzeitiger Double Kill. Das heißt, sein Alibi mit Chantao ist kompletter Schwachsinn. Und er ist der zweite Imposter. Meiner Meinung nach. Kann natürlich auch kompletter It sein. Ich probier's jetzt. Okay, ich hab eine steile These. Es könnte Hard End sein. Was wir gerade ein bisschen außer Gleichung vergessen haben, der Kill war nicht exakt zeitgleich. Und meiner Meinung nach ist jemand, der gerade die ganze Zeit vom Double Kill gesprochen hat, hat sich an einem anderen ein Alibi gegönnt. Und deshalb möchte ich jetzt nochmal genau wissen, wie Hahn und Chantao die letzte Runde erlebt haben, wo Panda und Brügge gestorben sind. Ja, Moment mal. Also erstmal will ich sagen, dass ihr vom Double Kill geredet habt und nicht ich. Jo, und du hast dann aber geprüft, dass ihr es beide nicht sein könnt, weil ihr die ganze Zeit zusammen wart. Nee, nicht die ganze Zeit. Am Ende bei Electrical. Das habe ich gesagt. Also ich bin von okay, Security dann kann es einer von euch beiden sein. Und dann sage ich, dass du, weil du dich hart auf Chantaos Alibi versteift hast. Hä? Könnte innen sein, aber ich habe das gerade im Gefühl. Moment. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Also erstmal ist ja noch sowieso die Debatte offen mit Phil und Jayla die Aktion. Pass auf. Ich gebe nochmal noch einen Proof, warum du es sein könntest. Du bist auch derjenige, der die Jayla-Sache in Frage gestellt hast, damit wir noch denken, dass noch zwei Imposter drin sind. Meiner Meinung nach. Ich habe aber die Jayla-Sache auch in Frage gestellt, weil Phils Argumentation... Leute, muss ich euch das jetzt kurz nochmal wirklich erklären? Ich glaube nicht, dass Phil so lügt. Ich kann auch wieder komplett inten gerade. Aber Jayla hat ja nur gesagt, dass sie es gegenseitig gesehen haben. So. Ja, aber es muss eigentlich Jayla gewesen sein, weil Franzi ist von links im Labor. Jetzt eventuell, ja. Muss. Also eigentlich schon, halt, ich kann alles, was Franzi gesagt hat, proben, weil ich an der Cam war und genau gesehen habe, wie sie von Lifeline zu den Leichen gegangen ist und einen Report-Button gedrückt hat. Also meine Theorie ist, Hahn war's, hat sich dann jetzt gerade, weil wir die Double-Kill-Theorie aufgestellt haben, hart auf das Alibi von Chantao draufgekeult. Was aber. Nein. Hahn und Chantao haben die ganze Zeit abgestritten, dass es ein Double-Kill war. Nein, die haben nur abgestritten, dass der Kill auf der gleichen Stelle war. Ja. Das hat ihr die ganze. Diese Theorie habt ihr aber die das ganze ist doch Zeit aufgestellt. Nein, das hat niemand gesagt. Ja, doch, du und Franzi. Nein, wir haben gesagt, es war ein Double Kill und wir haben gesehen, dass er zeitgleich gestorben ist. Der Franzi hat nie gesagt, dass es ein Double Kill am gleichen Ort war. Genau. Doch. Nein. Doch, oder? Nein. Für mich ist es zu 100% Hahn. Boah, für mich ist es Philipp. Obvious. I don't know. Einen von den beiden. Sag mir bitte, dass mein Riecher mal funktioniert, Alter. Jawoll, Alter. Nice. Schade, ich jetzt angegönnt. Okay, ich konnte halt die Kameras lassen. Natürlich nicht sehen. Oh. Hahn, wo hattest du Brücke dann getötet oder Panda? Oh. Panda habe ich in Koms getötet. Huch? In Koms und dann bist du hoch Lightfixen gegangen? Jo. Okay. Oh, Leute, ich bin aber auch schon relativ müde. Ich würde noch eine Runde machen, glaube ich. Nee, wir sind jetzt eh nur 9. Ich glaube nicht, dass wir noch wen finden, oder? Nee, Panda hat doch gesagt, er wird durch irgendwen replaced, oder nicht? Echt? Meint ihr das nicht? Scarface eigentlich, oder? Das Ding ist halt, ich hätte gerade Scarface worten müssen, Alter. Dann hätte das eventuell noch... Ah, du hast in der Panda Brücke und den Brücke-Kill gemacht, oder, Hahn? Ich hab den Brücke-Kill gemacht. Brücke hab ich nicht gemacht. Okay, und du hast den Panda gekillt? Ja, ich hab Panda gekillt. Und ich hab Franzi gekillt, bevor die reporten konnte. Und dann hab ich reportet, also auf den Tisch gehauen. Du hast erstmal gekillt und dann direkt... Yo, das war so gut. Das war der einzig Cleane, ansonsten... Das ist ein Birdie, Leute. Weiß ich nicht, ich hab den Code geleakt, aber wir machen eh keine mehr, oder? Nein, ich hab gerade...